Hallo und willkommen bei German Rock Tumblr. Heute ist es endlich wieder soweit. Wir können gleich in zwei Rock Tumblr reingucken und einer davon ist die Politur-Trommel. Da sind wundervolle Bahia-Achate drin und die will ich euch natürlich alle zeigen. In der zweiten Trommel, da befinden sich gerade Anhänger drin, die wir neulich im Rockcutting-Video geschnitten haben an der Säge. Und die bekommen jetzt gerade ihre finale Form in den Gridstufen. Da wollen wir natürlich reingucken, wie die sich entwickelt haben. Übrigens, wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch gerne ein Däumchen und ein Abo da und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt legen wir mal los. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon mal wie gewohnt alles vorbereitet und würde sagen, wir fangen als erstes mit der großen Trommel an, denn da sind die Anhänger drin und da warte ich schon ganz, ganz gespannt drauf. Ja, ich habe da vor einer Weile Anhänger gesägt aus ganz, ganz schönen Achatstücken. Da gibt es übrigens ein ganz, ganz cooles YouTube-Video von. Das werde ich euch einfach mal da oben in der Ecke verlinken, das könnt ihr euch mal angucken. Da haben wir die Anhänger geschnitten, die hier jetzt gerade drin sind. Und da wollen wir jetzt natürlich zügig reingucken. Die waren jetzt in Phase 1, damit die so ein bisschen ihre Form bekommen. Und je nachdem, wie die dann aussehen, entscheiden wir gleich nach dem Saubermachen, ob wir da jetzt in die nächste Phase gehen oder ob da noch was wiederholt werden muss oder wir tauschen gegebenenfalls den ein oder anderen Stein aus. Aber das können wir gleich erst sehen, wenn wir die sauber gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, ich kippe die jetzt gleich aus. Ja, ihr kennt das mit dem Auskippen schon. Da mache ich die einmal sauber und dann seht ihr mich wieder. Dann zeige ich euch die Steine. Ich würde sagen, ich lege mal los und wir sehen uns gleich wieder mit den Steinen. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe die Steine jetzt einmal alle vorbereitet, damit wir uns die einmal angucken können. Ich lege die jetzt einmal auf meine Hand auf und dann können wir uns die Scheibchen einmal angucken und beurteilen. So, das sind jetzt die schönen Stücke. Da haben wir vier wunderschöne marokkanische Achatscheiben und die können auf jeden Fall in die zweite Phase. Ja, die sind vollkommen schön abgerundet. Und es reicht mir so, wie die sind, auch vollkommen. Ich will ja, dass die so ein bisschen rustikal bleiben. Die gehen also auf jeden Fall in die nächste Phase. Da habe ich schon mal hier einen kleinen Topf vorbereitet. Da kann ich die dann reinlegen, damit die schön feucht bleiben. Als nächstes zeige ich euch dann einmal diese hier. Die sind wirklich auch ganz klasse geworden. Das ist Ostseejade von der Ostsee, ja. Sogar genau genommen ist das Ostseejade von Fehmarn, ja, eine wunderschöne Halbinsel an der Ostsee. Die können auf jeden Fall auch in die nächste Phase. Das ist auch ganz tolles Material. Wenn die fertig sind, da freue ich mich. Als nächstes zeige ich euch einen ganz besonderen Achat. Auf den bin ich wirklich, wirklich stolz. Der sieht nämlich wirklich toll aus. Ich versuche euch den mal von allen Seiten zu zeigen. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Teil. Ja, wenn man hier mal sieht, was der von außen schon für krasse Farben hat. Und wer vielleicht die Videos verfolgt hat, als ich euch diesen Achat das allererste Mal gezeigt habe, da hat man von all diesen Bändern und Farben überhaupt nichts gesehen. Das ist jetzt alles durch Phase 1 entstanden. Aber jetzt gucken wir uns den mal von innen an. Ich klappe euch den mal auf, guckt ihn euch an. Was für ein wunderschöner Achat. Also so wünscht man sich doch seine Achate, wenn man welche kauft und aufsägt oder auch sogar selber findet, wenn man das Glück hat. Das ist wirklich ein Hammerteil. Der kommt natürlich auch in die nächste Phase. Der sieht nämlich auch richtig geil schon aus. Als nächstes zeige ich euch diesen Achat hier. Das ist ein Achat aus Brasilien und der ist auch richtig cool. Der hat hier schon dieses Fenster, wie ihr sehen könnt, und den klappe ich euch jetzt auch mal auf. Und tada, da ist er. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Stück. Da freue ich mich auch, dass ich euch sowas Tolles überhaupt zeigen kann, ja, wenn ich mir so Steine organisiere. Kann ich ja auch nie sagen, was da letztendlich drin ist. Aber diese hier, die sind wirklich richtig toll geworden. Der kommt auch in die nächste Phase. Ja. So, dann haben wir hier noch einen.
Also auch ein Bahia Achat, auch aus Brasilien. Ich klappe euch den mal auf. So sieht er von innen jetzt aus. Und wenn die Kamera da mal scharf zieht, dann erkennen das auch alle anderen da draußen. So, bitteschön. Wirklich ein schönes Stück. Ich glaube, noch näher kriege ich ihn nicht ran, aber ganz toll. Ja, und wer den vielleicht in den Shorts verfolgt hat, der wird da auch festgestellt haben, der hatte am Anfang auch fast gar keine Farbe von außen und der sieht jetzt auch richtig cool aus. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Achat aus Marokko. Ja, da ist ganz viel Quarz innen drin. Der hat quasi den Achat hier nur rechts rum und innen drin, das ist alles Quarz. Aber trotzdem ist das ein sehr schönes Stück und auch der geht in die nächste Phase. Dann habe ich hier noch so ein paar Anhänger. Ja, das ist jetzt zum Beispiel Moosachat. Den habe ich probeweise auch mal in die Stufe 1 getan, um zu gucken, wie hart der ist und wie der sich so runterschleift. Und da muss ich sagen, der kann definitiv nochmal in die Phase 1 theoretisch, wenn man möchte. Wobei diese abgerundeten Kanten, die er jetzt schon hat, die gefallen mir so. Ich muss die gar nicht so ganz abgerundet haben. So ein bisschen rustikal darf das bleiben. Und da die sowieso in Stufe 2 kommen, macht das überhaupt nichts, wenn wir die jetzt nochmal tumblen. Ja, die kommen wie gesagt dann in die Stufe 2 mit rein. Das ist überhaupt kein Problem. Dann habe ich hier noch ein paar andere Sachen. So wie diesen hier. Das ist ein Ocean Picture Stone. Entschuldigung, das ist ein Picture Jaspis. Auch ein sehr schönes Material, muss ich sagen. Liegt schön in der Hand, lässt sich ganz toll angucken. Aber für den Rock Tumbler, muss ich sagen, ist das jetzt eher ungeeignet. Also das war jetzt ein Test. Ja. Wir haben jetzt probiert, ob dieser Stein im Rock Tumbler gut funktioniert. Er funktioniert im Rock Tumbler, ja. Aber das Problem ist, der ist so grobporig von innen, von der Beschaffenheit her, dass ich den so im Rock Tumbler nicht poliert kriege. Das ist ein bisschen wie mit Fluid, ja, oder Fluoride. Den bekommt man auch nicht so nice poliert im Rock Tumbler, außer man macht da eine Trockenpoliturphase. Aber die hier, die werde ich wohl per Hand polieren müssen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt wie immer alles vorbereitet und wir legen direkt mal los. Als erstes brauchen wir ein kleines bisschen Seife, damit später die Reste vom Grit sich besser lösen lassen. Im nächsten Schritt, da nehmen wir eine gute Handvoll von unserem Gravel und packen das da unten rein. Das hat einfach den Vorteil, dass die Steine dann später nur unten am Boden sich absetzen und in irgendeiner Form da kleben bleiben. Wenn die nämlich am Boden kleben bleiben, dann haben wir ein Problem, dann polieren die sich nämlich nicht weiter. So, jetzt tun wir die Steine da alle wieder rein, so wie sie da vorher auch drin waren. Ja, das ist einfach sehr wichtig, dass alles, was da vorher drin war, auch wieder reinkommt. Ja, das hat einfach den Hintergrund, dass die Steine ja alle heile bleiben sollen und wir nicht wollen, dass sie kaputt gehen. Deswegen muss da schon ein bisschen was rein. Seife hatten wir schon reingetan. Jetzt kommt hier wie immer eine 120er Gritstufe. Das tun wir da jetzt mal vorsichtig rein. Da reichen auch 3 Löffel. Ja, da muss jetzt nicht so viel rein, weil wir da Anhänger haben, die eigentlich schon so ihre Form haben und nicht so tough sind. Mehr reichen da durchaus 3 Löffel. Im nächsten Schritt fügen wir jetzt noch Wasser hinzu. Und da die Steine jetzt gar nicht so viel an Form verloren haben, wie ich gedacht habe, können wir die da auch so, wie sie jetzt sind, drin lassen. Da muss jetzt nicht extra noch was dazu. Ja, das passt mir alles so. Der Rock Tumbler bewegt sich sehr gut so mit dem Inhalt. Ich habe das jetzt ja die letzten 7 Tage beobachtet. Und da müssen wir nichts dazu packen. Das lassen wir genauso, wie das ist. Da machen wir jetzt gleich noch den Deckel drauf und dann geht's weiter.
Im nächsten Schritt, da kümmern wir uns jetzt um die Politurtrommel. Da sind die wundervollen Bahia-Achate drin, die wir gemeinsam in den Shorts an der kleinen Steinsäge bearbeitet haben. Und da wollen wir jetzt natürlich unbedingt reingucken. Die waren jetzt fast 5 bis 6 Wochen ungefähr am Laufen. Und da sollte jetzt eigentlich der perfekte Glanz sein. Ja, wie ihr sehen könnt, ganz viele Bubbles. Da ist natürlich auch immer Seife drin. Ja. Ich mache das bei der Politurphase, manchmal auch bei Phase 1 und 2, je nachdem wie teuer die Steine sind. Da kommt bei mir Seife mit rein. Das verhindert eben, wenn die Steine mal so wie ihr das hier jetzt seht, die Rocktumbler stehen ja jetzt gerade still. So, und wenn die stillstehen, dann kann sich das Grit in den Stein absetzen. Und das möchte ich vermeiden und so gut es geht verhindern. Und deswegen tue ich immer ein bisschen Seife mit rein. Ja, bei Phase 1 und 2, da spare ich mir das in der Regel. Kommt drauf an, ja, wenn da jetzt so wie in der Trommel teure Anhänger drin sind, die ich später mal verkaufen will. Da ist das dann natürlich so, da mache ich die Seife rein. Ja, da sollte man auf jeden Fall nicht sparen. So ein Löffelchen Seife, das bewirkt Wunder, denn die Steine, die sind gleich ruckzuck sauber und das ist eben der Vorteil daran. Die sind schneller sauber und die Gritstufen setzen sich nicht in Steinlücken ab. Deswegen denkt dran, immer ein bisschen Kernseife im Haus haben. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Steine schon mal bereitgelegt, damit wir uns die jetzt einmal angucken können. Ich habe gerade eben leider vergessen, euch zu sagen, dass ich die Steine jetzt natürlich eben schnell mal sauber mache und wir die uns dann angucken. Das Saubermachen, das kennt ihr ja mittlerweile alle schon. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige jetzt nicht, wie ich da mit der Zahnbürste die Steine schrubbe, sondern ich zeige euch jetzt die fertigen Steine. Dieses Mal, bevor wir anfangen, muss ich leider sagen, dass mir der Glanz nicht so ganz gefällt. Das kann sein, dass ich zu viel Media drin hatte, dass die Steine sich zu wenig bewegt haben. Aber trotzdem haben die natürlich einen tollen Glanz. Auch wenn das jetzt nicht so perfekt ist wie bei dem letzten Durchlauf. Da waren die ja wirklich Oberhammer. Aber die glänzen natürlich auch. Ja, wie ihr sehen könnt, die haben schon einen gewissen Glanz. Ja, durchaus, aber halt nicht so schön wie die anderen, die ich im letzten Video gemacht habe. Die sahen wirklich noch ein bisschen cooler aus. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die einfach nochmal für 10 Tage in die Trommel tue, damit ich die nochmal einmal durchpoliert bekomme. Weil ich glaube, dann werden die viel schöner aussehen und die Zeit, die soll man sich doch dann ruhig einfach nehmen, damit die Steine dann am Ende auch vernünftig aussehen. Ja, der hier ist auch cool, der hat so eine richtig coole Bänderung. Aber wie gesagt, so richtig cool glänzen, wie ich das gewohnt bin, tun die jetzt noch nicht. Deswegen werde ich die vielleicht nochmal eine Runde polieren. Ja, der ist auch wirklich schön geworden. Das ist auch ein ganz tolles Stück. So, nicht damit wir hier durcheinander kommen, hatten wir den schon. Ja, den hatten wir schon, den hatten wir schon. Dann zeige ich euch mal den großen hier. Der ist auch cool, den habe ich extra so rustikal von außen gelassen, weil ich gar nicht wollte, dass der von außen so perfekt aussieht. Na, aber hier kann man definitiv sehen, der hat eine krasse Bänderung, aber ist halt von außen leider total kaputt so ein bisschen. Und wie ihr sehen könnt, von innen hat er auch ein paar Frakturen, aber immerhin ist er ganz geblieben. Und ich muss sagen, auch mit der Fraktur da, die man hier sehen kann, hier, ja, ist er trotzdem schön. Ja, ich meine, es sind letztendlich Steine und keine perfekt polierten Perlen, aber ist schon schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Zeige ich euch mal den hier. Den habe ich so ganz gelassen. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, der sieht zum Beispiel von hier unten ganz anders aus wie von oben. Ja, man sieht es hier, wenn man den so dreht, hier ist er überall gestreift und dann schwupps, ganz andere Farbe. Ist auch ein cooles Stück, aber ich denke, die poliere ich nochmal durch. Das gefällt mir so noch nicht. Auch dieses Stück hier ist eigentlich ein sehr schönes Stück, aber die Politur ist halt so leicht matt und das gefällt mir nicht. Deswegen kommen die nochmal in die Trommel. Aber schön aussehen tun die trotzdem und ich wollte die euch auch nicht vorenthalten. Deswegen zeige ich euch die jetzt alle nochmal.
Und wenn die dann noch einmal in der Politurtrommel waren, dann sehen die noch viel, viel cooler aus. Das ist auch ein schönes Stück. Das ist so ein Marokko-Achat, ein ganz kleiner. Hier haben wir auch noch einen ganz kleinen. Ja, zwar ganz klein, aber auch sehr, sehr schön. So, den hier hatten wir noch nicht. Das ist ein Achat aus Deutschland. Allerdings bei dem bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Der hat nämlich so eine poröse Oberfläche und wenn die Kamera es mal scharf ziehen würde, dann könnte ich es auch zeigen. Ja, man sieht hier überall diese porösen Stellen und die gehen nicht weg. Also das ist hier dieses braune Material, das ist ein poröses Material ringsrum und da kann ich so viel tumblen, wie ich will. Das wird nicht weggehen, das wird auch nicht richtig glatt werden. Ich meine, glänzen tut der zwar auch, aber der gefällt mir überhaupt gar nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich den nochmal in die Trommel auch mit rein tue oder ob ich da was ganz anderes mit mache, das weiß ich noch nicht so genau. Das waren jetzt einmal die polierten Steine, die wir uns angucken wollten. Ich habe jetzt schon mal alles vorbereitet, was wir brauchen. Ich habe mich jetzt doch entschieden, die Steine nicht nochmal zu polieren. Ich habe nämlich demnächst, wenn die nächste Trommel fertig ist, eine große Trommel fertig, wo sowieso nochmal ein paar Steine reinkommen, die poliert werden müssen. Und dann polieren wir die nochmal, damit die noch ein bisschen extra Glanz bekommen. Aber hier kümmern wir uns jetzt erstmal um den nächsten Batch. Und das sind in diesem Fall hier wieder Teile, die ich geschnitten und gesägt habe. Ja, da haben wir Bahia-Achate dabei, da haben wir Katzenauge dabei, beziehungsweise Tigerauge, Entschuldigung. Da haben wir ein bisschen Achat aus Deutschland dabei, also ein bunter Mix, ein bisschen was von allem. Und die geben wir jetzt in Stufe 1. So, wir versuchen die mal da vorsichtig reinzugeben und gucken mal, ob die da alle reinpassen. Aber ich glaube schon. Ja, das können wir so machen. Da können wir noch ein bisschen Kleinkram zwischen machen und dann geht das schon. Ich würde sagen, lass mich mal schauen. Ich habe hier auch noch Kleinkram. Ja, dann nehmen wir hier einfach so eine schöne Handvoll. Das reicht schon so ein bisschen, dass der Space dazwischen so ein bisschen gefüllt ist und die Dinger nicht ganz so viel Krach machen. Im nächsten Schritt machen wir jetzt natürlich wie gewohnt die Gridstufe. Das ist in diesem Fall, wie ihr das gewohnt seid, eine 60er Körnung für Stufe 1. Da machen wir jetzt mal schön 3 Löffel rein. Dann kommt da natürlich das Wasser hinzu. Auch wieder darauf achten, nicht zu viel, ne? Bis zur Steingrenze, das reicht vollkommen aus. Und da kommt jetzt natürlich auch, wie gewohnt, der Deckel drauf. Nachdem wir den Rocktumbler jetzt umbefüllt haben und da wieder Stufe 1 am Start ist, müssen wir jetzt natürlich das Gerät wieder für 7 Tage laufen lassen. Da kümmern wir uns auch gleich direkt drum. So, wir schrauben das jetzt einmal richtig schön fest. So, dann drehen wir die einmal kurz. Das hört sich gut an. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich euch eben noch was Cooles zeigen. Und zwar habe ich hier 3 verschiedene Steine und die werden wir in Zukunft noch bearbeiten. Da zeige ich euch als erstes mal diesen hier. Das ist ein ganz tolles Stück aus Deutschland. Ja, das ist quasi Achat mit Amethyst. Ein ganz, ganz tolles Stück. Eine super Bänderung auch hier schon von außen zu erkennen. Da wollen wir Streifen von schneiden und wenn wir da schöne Streifen rausgeschnitten haben, ihr seht ja, das Stück ist ein bisschen größer, dann können wir da coole Anhänger und auch andere Sachen machen. Dann haben wir hier, das ist auch
ein Stück aus Deutschland. Das ist auch ein Achat mit Amethyst. Den habe ich allerdings nicht selbst gefunden, den hat Philipp mir zugeschickt. Da habe ich euch schon öfter mal das Unboxing-Video verlinkt. Und man erkennt hier von außen auch schon, dass da eine Bänderung vorhanden sein muss. Und den werden wir natürlich auch noch in Streifen schneiden. Das wird bestimmt ein richtig cooles Highlight. Dann habe ich noch diesen hier. Den habe ich auch nicht selbst gesammelt. Den habe ich von dem Steinei-Sammler bekommen. Ja, da habe ich euch das Video auch schon öfter mal verlinkt. Und das ist auch ein cooles Stück. Da werden wir auch irgendwie Streifen von schneiden. Am liebsten würde ich das ja so schneiden, dass diese Druse in der Mitte bleibt irgendwie. Aber mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, und da werden wir auch auf jeden Fall das eine oder andere coole mitmachen. Und diese drei Steine, die wollte ich euch noch einmal zeigen. Denn die finde ich richtig cool und da machen wir demnächst was richtig Tolles mit. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß gehabt und ich hoffe, die Bahia-Achate haben euch wenigstens genauso gut gefallen wie mir. In der nächsten Zeit, da werden wir noch ganz, ganz viele tolle Videos machen mit Anhängern, mit Rocktumblings, mit Sachen, die wir an der Säge bearbeiten. Da kommen noch ganz, ganz viele Sachen hinzu. Wenn euch mein Kanal gefällt und ihr noch mehr so welche Videos sehen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen und ein Abo da. Das ist ein bisschen Support für mich und würde mich freuen. Ich wünsche euch in diesem Sinne ein ganz tolles Wochenende. Euer German Rocktumbler.